begrüße euch zu einem neuen Video und wir legen auch direkt los in Word, denn das Video wird ein sehr kurzes und simples Erklärvideo. Ich wurde schon öfter gefragt, wie ich meine Dotted-Hintergründe oder Papiere, Einlagen, wie auch immer mache und es ist wirklich sehr, sehr einfach. Wie ihr hier seht, bin ich in Word und ich habe einfach nur einen Punkt gemacht, vier Leerzeichen, einen Punkt, vier Leerzeichen und so weiter und so fort. Das braucht man gar nicht so oft machen, denn ich kann das Ganze einfach beliebig oft kopieren und wieder einfügen. Ihr seht hier, ich musste einmal kurz korrigieren, dass die Lücken alle gleich sind. Markiere das noch einmal und dann hoffentlich auch richtig und füge das dann einfach zigtausend Mal ein. Ja, also ich mache das jetzt einfach per Steuerung C und Steuerung V. Das heißt Steuerung V, und so weiter und so fort. Ihr könntet natürlich jetzt auch diesen größeren Absatz einmal nochmal neu kopieren und einfügen, dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Ich habe einfach ein paar Mal öfter gedrückt und ihr seht, ich mache das über eine Seite hinaus, da ich gleich noch die Ränder anpassen möchte. Also ich habe jetzt irgendwie so circa 1,5 Seiten voll mit meinem Punktemuster. Und ziehe jetzt einfach die Ränder ganz dicht an den Rand. Das könnt ihr je nach Belieben selber machen. Ja, ihr könnt damit auch einfach in Tabellen nur ein Feld füllen oder so. Da sind ganz viele Möglichkeiten, die ihr da habt. Auf jeden Fall ziehe ich das jetzt so ein bisschen zu den Seiten. Und dann seht ihr auch, dass die Punkte natürlich auf dem ersten Blatt immer mehr werden und auf dem zweiten immer weniger. Deswegen hatte ich eben ein paar als Puffer dazu gepackt und links hatte ich das noch ein bisschen zurückgeschoben, weil mir das ein bisschen zu eng am Rand war. Das Ganze mache ich rechts, links, oben und unten, wie ihr gerade auch sehen könnt. Und dann könnt ihr da auch einfach noch die Farbe ändern. Also ich habe alles markiert und verändere jetzt die Schriftfarbe bzw. ich fahre mit dem Cursor einfach erstmal über die verschiedenen Farben, um zu gucken, wie das wirkt, je nachdem, was ich aussuchen würde. Ich nehme meistens ein relativ dezentes Grau, denn das Grau sieht im Druck später meistens noch ein Tick dunkler aus, erfahrungsgemäß jedenfalls bei mir, als auf dem Bildschirm. Deswegen wählt da lieber eine Nuance heller. Ihr könnt aber auch hellrosa nehmen, blau und so weiter. Also ihr seht jetzt hier meine gewählte Farbe. Man sieht die Punkte kaum noch, weil es total dezent ist. Und tada, fertig ist die Dotted Seite. Jetzt könnt ihr sie ausdrucken und vervielfältigen. Ihr könnt natürlich auch noch das Format von eurem Blatt verändern auf Personal, DIN A5. Das würde ich allerdings, glaube ich, eher am Anfang machen, wenn ihr schon wisst, in welche Richtung es gehen soll. Und ja, wenn ihr da jetzt noch ein bisschen dran rumspielen wollt und euch das noch nicht so gefällt, könnt ihr auch einfach nochmal alles markieren und die Schriftgröße verändern und damit auch die Abstände von euren Punkten und dementsprechend dieses Dot Grid vergrößern oder verkleinern. Das zeige ich euch hier jetzt einmal, aber ich fand die Ursprungsvariante schon ganz gut. Ja, und dann müsst ihr das Ganze nur noch ausdrucken, abspeichern ist nicht verkehrt und dann war es das auch schon mit dem kleinen Quick-Tipp für heute. Über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen, lass ein Abo da, das wirst du nicht bereuen. Daumen hoch für den Jingle und bis zum nächsten Mal. Tschüss!